Moin und willkommen zurück bei B17. Ja, neue Mission, neues Glück. Das letztes Mal war ja nichts. Hier steht immer noch nichts. Warum steht da nichts? Was muss ich machen, damit da was steht? Weiß das noch einer? Da geht nichts. Schicken wir erstmal die Aufklärer los. Oh, guck mal. Ford and General Motors, das klingt doch schon mal gut. Ich glaube, das sind immer Flughäfen hier mit dem blauen Kreis drumherum. Cherbourg Harbor. Schicken wir da auch mal eins hin. Hallo? Auch mal eins hin. Je mehr Filme wir haben, umso besser. Was haben wir hier? Auch ein U-Boot-Stützpunkt. Den kenne ich zum Beispiel gar nicht. Nizza, ne? Ist ja gar nicht, dass es da auch einen U-Boot-Bunker gab. So. Aufklärung haben wir durch. Was nehmen wir uns heute vor? Was haben wir hier? Wir nehmen nochmal die Ölproduktion hier. Kommen da angeflogen. Und da das Wetter scheiße ist. Oh. Dann können wir hier. Ne, haben wir noch nicht aufgeklärt. Okay. Versuchen wir es da. Und da. Vielleicht haben wir ja bessere Erfolgschancen, wenn wir. Es ist jetzt wieder alles auf einem Punkt, ich weiß. Aber nee, nicht 24.500, das ist Kacke. So, gucken, dass wir das so ein bisschen strategisch gut ausmanövrieren. Ich zeig jetzt gleich, was ich damit meine. Möglichst langen Anflug. Nee, dann. So. Das jetzt wieder hochgezogen alles. Ach komm schon. Boah, Finger. Das ist so Müharbeit mit der Maus. Ich hätte so ein Feld, wo ich es eingeben kann, finde ich besser. Ja, komm, das so. Wir müssen eh da durch, okay. Ja, dann lassen wir das so. Wir fliegen das so. So viele Bomber verloren. Ne, wir haben ja noch gar nicht ausgewählt. Moment. Ölfabrik. Ja, ich finde ja immer bei einer Ölfabrik. Anti-Person. Finde ich, macht keinen Sinn. Ne? Ich finde so Brandbomben. Ich google mal, ob das Incendiary, ob das wirklich Brandbomben sind. Wenn nicht, ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Hat mein Kumpel gesagt, der mir jetzt beim Zocken zugeguckt hat. Incendiary. Brandstifter. Ja, sind Brandbomben. Also ich glaube, bei so einer Ölfabrik sind Brandbomben echt gut. Würde ich jetzt mal so von meinem Verständnis von einer Ölfabrik. Das heißt E. Ich habe das Gefühl, wir werden immer weniger. Schauen wir mal. Haben wir einen Aufklärungsfilm? Oh, wir haben einen Aufklärungsfilm.
Sehr wolkig. Direkt an, ist das ein Fluss? Oder an einem Feld? Eins von beiden. Feld, würde ich sagen, ist das. Okay, nice. Oh, Moment. Ich bin ja froh, dass es oben bei OBS mittlerweile die Funktion der Pause gibt. Der Aufnahme. Ah, ich hatte mein E-Zigaretten-Dampfzeug vergessen. Hier die, alle drei Öl-Production-Fields sind Priority High. Wenn wir wohl einen davon zu fassen kriegen. Und los geht's, Männer. Wir werden immer weniger. Master Switch. On. Cow flaps. Open left, open right. Das sind sogar verschiedene Stimmen. Ignition to both. Mixture auto rich. Das klingt jetzt anders als sonst. Energizing. Meshing. Meshing. Okay. Ist das interessant? Okay, die beiden kommen mir bekannt vor. Aber doch wieder einige. Auch doof, dass es, dass hier der Sound plötzlich weg ist, ne? Aber er klingt, glaube ich, hinterm Flugzeug ein bisschen anders als vor dem Flugzeug. Ja. Ja, auch das gab es damals schon. Krass, ne? Wir driften dann mal da away. Oh, und dann sind wir ja schon fast auf dem Bombing Run. Jetzt. Mal nachfragen. Okay, noch geht's nicht. Aber wir sind, das ist ja easy, ne? Also Jäger können wir nicht erwarten. Flak auch erst spät. Dürfte ja easy going werden, wenn das Wetter jetzt noch einigermaßen mitspielt. Ja. The French Ghost oder French Toast? Sagt er dem jetzt nicht, wo er hindrehen soll? Hat er gesagt, nein, nein. Oh, ja, man weiß hier nie, wo vorne ist, finde ich. So, sind wir im Anflug, Kumpel. Der Navigator. Oh. Hm.
Ja, ein bisschen Action jetzt. Haben sie uns getroffen? Ich höre noch nichts. Also noch keinen getroffen oder so. Zeit, glaube ich, fürs Bomben-Ding, oder? Schnappt ihr das mal? Okay, wenn wir da gerade drauf zufliegen, dann müsste es irgendwo in dieser Stadt sein. Da, oder? Da ist dieses große Feld. Ich würde jetzt mal darauf tippen, da. Oder? Oder da. Das könnte es auch sein. Ich weiß ja nicht, von was das Video war, das Aufklärungsvideo. Ja, es könnte auch hier sein. Okay, die haben einen Bomber abgeschossen. Jetzt sag nicht, das ist schon wieder unter Wolken. Was mal, wird Gruppenkuscheln hier vorne oder was ist los? Gehst du hin? Immer wieder schnell an der Bombenteil hier, Junge. Was ist denn mit dem los? Takt. Ja. Geht der einfach weg? Nö, ich hab keinen Bock. Da, man sieht's ganz gut, da ist es. Natürlich müssen da jetzt wieder Wolken vor sein. Was auch sonst. Driften nach links. Also müssen wir nach rechts ausleveln. Manual 5. Mehr. Ne, war noch am Drehen.
mit diesem Drift ist schon echt schwierig. Ich finde das, boah, gibt's doch nicht. Da kann doch jetzt sich schon wieder eine Wolke vorhängen. Oh, da ist aber ein heftiger Drift drin. Aber viele Grüße. Oh, was sind das denn für zwei dicke Dinger? Jetzt gucken wir mal hinterher. Ah ja, gut. Könnte vielleicht ein erfolgreicher Bombenangriff werden. Das ist auch schrecklich. Muss man echt aufpassen. Wo kamen wir denn? Ah, von da. Okay, wir fliegen auf jeden Fall zum... Oh. Was für ein sauberer Treffer. Oh. Sehr schön, sehr schön. Das haben wir kaputt gemacht. Wir hätten noch ein bisschen weiter vorne ansetzen können. Dann wären nicht so viele dahinter gegangen. War sehr schön, sehr schön. So. Er hat Angst. Warum? Ich glaube, wir werden stehen unter starkem Flakbeschuss. Ja. Diesmal auch wieder mit Trommelfeuergeräuschen. Komischerweise, wenn dieses Geräusch dazu kommt, dann läuft es auch ein bisschen stockend. Und früher war das so, man konnte das vorher sehen. Also, wenn wir jetzt hier geflogen sind, und da setzte wieder Flakfeuer ein, dann konnte man das hier am Himmel sehen. Und dann ist man da quasi reingeflogen. Schauen wir mal, wo er hingeht. Okay, also hier soll es brennen. Sieht man aber jetzt gar nicht. Das war ja auch ein komischer Move, ne? Ja, und ich finde, es ist einfach, keine Ahnung warum, diese Immersion hier drin ist so geil. Ich kann es nur immer wieder sagen. Der geht jetzt wieder nach vorne. Da geht einer down. Ich weiß noch nicht, ob es einer von uns war. Noch einer. Sind die ins eigene Flakfeuer geflogen? Dumm.
muss da dringend was gemacht kriegen. Aber wir sollten doch auch Jägerunterstützung haben. Bekommen haben. Oh, ich bin... Was für ein geiler Abschluss, oder? Ach, natürlich. Mal ganz kurz. Flakfeuer angetäuscht. Oh, liebe Entwickler, wenn ihr das guckt, unbedingt weiter patchen, performance-technisch noch was dran machen, nur was gegen diese Glitches oder wie man es nennen soll. Da schießt doch irgendwer. Okay, ich komme. Einer meiner Lieblingspositionen hier, oder? Wo ist er? Oder er hier oben? Sind das auch Bandits? Ich vermisse da so ein paar Bomber. Macht's auf jeden Fall so gut spielbar, wie das damals war. Ich kann keinen sehen. Ist geschockt. Da war das einer unserer Jäger. Ich konnte es jetzt nicht so genau sehen. Wo sind wir denn gerade? Ach, da. Oh, da, das. Da sieht man es jetzt auch mal. Motor ausgefallen. Wird in Segelstellung gestellt. Und wir fliegen jetzt nur noch mit zwei. Ja, natürlich mit drei, nicht mit zwei. Haben die noch einen von noch einen Motor getroffen? Ich fress sie am Besen, wenn die jetzt schon wieder nicht zurückkommen. Wo bleiben denn unsere Jäger, wenn man sie braucht? Ist noch keiner verletzt? Nee, läuft noch alles. Der Funker auf seinem Platz. Ich
Achso, okay. Oh, wir haben ordentlich was abbekommen. Was macht der? Da, jetzt kann man es mal sehen. Ja, sieht, ich finde, sieht ultra geil aus. Was ist los? Sie haben alle Angst. Aber warum sinken wir? Kann mir das einer sagen? Sagen die Instrumente? Versuch's gerade mal manuell. Aber wenn wir noch zwei Motoren haben. Damit können wir nicht zurückfliegen. Okay, dann gebe ich den Befehl zum Aussteigen und schon wieder verlieren wir einen Bomber. Drei raus. Sechs, fünf. Hast keine Lust? Alle raus, glaube ich. Oh, gibt's auch gar nicht. Guck mal, haben die uns den zerschossen? Ich glaube aber, die wären auch mit zwei nach Hause gekommen damals. Sind wir halt in einem anderen Bomber. Mal wieder zu Gast woanders. Zu Gast bei Freunden. Gott, was für ein grausiger Verlust. Ich dachte gerade, hat sich's jetzt aufgehangen. Ah, er kommt mir doch bekannt vor hier. Zumindest das Foto. Fuß haben wir denn? 29.000, ja. Okay, einer ist verletzt. Oh oh. Es hakt jetzt aber komisch lange beim Schnellvorlauf. Irgendwas hat die Mission auf jeden Fall geh du mal helfen. Aber äußerst cool gemacht. Ich finde immer noch, es macht immer noch mega Bock, auch wenn ich jetzt hier irgendwie jede Folge 2, 3, 4 Bomber verliere.
die haben ja auch unterschiedliche Mützen an, habe ich jetzt gesehen. Und die haben so Pilotenmützen. Und die haben so, ja. Beim Bund haben wir das Bären vor und FOTZEN genannt. Ich weiß nicht, was die, wie die wirklich heißen. Okay, sehr gut. Genau, gucken wir lieber auf der Karte, damit man weiß, wo wir sind. Mich würde mal interessieren, wenn man sie live fliegt, ob das auch so lange dauert. Also wir sind jetzt knapp bei 3,5 Stunden, glaube ich. Boah, das ist ja aber echt jetzt hakelig. Nur noch 3, 4, 5, 6. Da haben wir aber einige verloren. Da bin ich aber gespannt jetzt auf den Abschlussbericht. Gut getroffen, aber auch gut verloren, ne? Viel eingesteckt. Mir macht das ein bisschen Angst, dass das so lange braucht, wenn ich Enter drücke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, jetzt seid ihr da, ne? Jetzt brauchen wir euch nicht mehr hier über England. Mal überlegt, mit wie vielen wir los sind. Aber vielleicht sind auch nicht alle verloren gegangen. Ich hoffe zumindest. Ich weiß nicht, ob man irgendwann so gesagt bekommt, hey, du hast eindeutig zu viele Leute verloren. Zu viele Bomber. Deine Mission ist hier zu Ende. So nach dem Motto. Gutes Wetter auf jeden Fall. Es gibt halt, glaube ich, kein schlechtes Wetter, aber muss man ja eigentlich auch nicht simulieren, weil bei schlechtem Wetter sind die einfach nicht gestartet. Wenn es jetzt geregnet hat oder so. Aber der, was hat er denn gerade gesagt? Auf jeden Fall haben wir es zurückgeschafft. Also wir nicht. Aber wieder ein paar. Wenige. Oh, hier in die Leistung zurück. Ich glaube, wir sind da, ja. Auch ein nettes Logo. Wir müssen ja mittlerweile immer das Logo ziemlich schnell wechseln. Ah. So viele landen jetzt hier gar nicht mehr. Dreieinhalb Stunden, glaube ich, hat die Mission jetzt grob gedauert.
Ich habe Enter gedrückt, also. Ja. Oh wei. Schauen wir das Video. Genauso neblig wie die Aufnahme vor der Bombardierung. Weiß nicht, ist das kaputt? Ja, ich glaube schon. Die Türme sind weg, ne? Ja, ja, da sind auch die Krater. Sehr guter Treffer. Ich bin mal gespannt, was da jetzt steht. Vielleicht seht ihr das jetzt mal. Was da steht, wenn man gut war. Totally destroyed. Sehr gut. Och, 5 Bomber verloren. Puh. Guck dir das an. Sergeant Meyer. Ja, also das sieht schon wieder gut aus. Ich weiß nicht, was die roten Punkte sind, was schwarze Punkte sind, warum der Kreis so versetzt ist. Steht bestimmt irgendwo im Manual beschrieben. Oh, die Liste wird immer länger. Oh. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Ist das der Kurs, den wir geflogen sind? Ja. Okay. Das war bitter. Das war bitter. Noch 6 Bomber haben wir. Schickt mir mal neue. Echt nur 6. Sind aber ein paar neue dazugekommen. War viel im Krankenhaus. Ach, je. Deutschland ist aber ganz schön zugesetzt. Ich glaube, eine Crew musste 25 Einsätze fliegen. Wenn sie die 25 Einsätze geflogen ist, konnte sie zurück nach Hause. Aber ich glaube, das haben nur 2 B-17-Bomber-Staffeln geschafft. Nicht Staffeln. Crews. Boah. Uiuiui. Okay, wir kriegen schon Ärger, dass unsere Verluste nicht hinnehmbar sind. Das. Sind das die zu verleihenden Purple Hearts?
Ich sollte da öfters reingucken. Ich dachte, man sieht dann so ein bisschen einen Zettel da drin liegen oder so. Hey, 16.12. Bald Weihnachten. Was ist denn das? Ja, sehr interessant. Gut, ich krieg das irgendwann mal durch, ohne dass jemand zuschaut. Ist wieder Zeit zum Safen. Muss man sich bei so einem alten Spiel, muss man sich das echt angewöhnen. Und dann danke ich dir fürs Zuschauen, hoffe, du schaltest beim nächsten Mal wieder rein. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass einen Daumen da. Wenn du das Spiel unterstützen willst, dann besorg's dir bei Steam. Link ist in der Beschreibung. Würde mich freuen, auch für den Entwickler. Und ansonsten einfach beim nächsten Mal wieder reinschalten. Das wird mich noch mehr freuen. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal und mach's gut.